Atelier plus Küche gleich Labore der Sinne ist so etwas wie die magische Formel für die Begegnung zweier ganz unterschiedlicher Orte der Kreativität. Eine Reise durch 400 Jahre Kunstgeschichte, die hier in diesem Raum mit zwei Selbstporträts von Max Liebermann und Rodney Graham ihren Anfang nimmt. Auf der einen Seite das Selbstporträt eines Künstlers am Ende des 19. Jahrhunderts, der quasi auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft all seine Kunst wie ein Füllhorn vor dem Betrachter ausgießt. Auf der anderen Seite der Künstler im Selbstporträt als Koch, wie er erschöpft an einem Baum lehnt in einer Zigarettenpause. Ein müder Held des 21. Jahrhunderts. Die Ausstellung gliedert sich in 5 Themenräume, die sich auch architektonisch abbilden. Die Themen, wie zum Beispiel hier Tatorte oder auch Alchemie und Hexenküche, ordnen die Werke nicht chronologisch, sondern ja, schaffen eigentlich eine Gegenüberstellung dieser zwei Themenbereiche, Atelier und Küche. Was ich eigentlich sehr faszinierend finde an der Thematik, ist, dass hier zwei Dinge miteinander verbunden werden, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, nämlich ein Bereich eigentlich des alltäglichen Schaffens, die Küche, und eben der künstlerische Bereich. Das ist auch etwas, was sehr charakteristisch ist für Smarter, dass wir nämlich die alltäglichen Bereiche oder die Bereiche der angewandten Kunst mit der Kunst verbinden. Die Ausstellung lebt vor allen Dingen von dem Kontrast zwischen den verschiedenen Zeiten. Wir haben hier auch die Zeitlichkeit sozusagen thematisiert, indem wir hier einen Salon im Stil des 19. Jahrhunderts zitieren. Hier in diesem grünen Salon sehen wir zum Beispiel ein Stillleben von Gerrit van Wucht aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, das die sinnlichen Lüste hier zelebriert. Und das steht natürlich im Kontrast zu zeitgenössischen Arbeiten oder Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern, wie zum Beispiel von Philipp Locke, Die Corsier, Der Blick in den Kühlschrank. Diese Ausstellung ist auch ein Dialog der Bilder über die Zeiten und über die Genres hinweg, wie wir es hier bei Irene Biesang mit einem Atelierbild oder Wilhelm Tischbein mit einem Küchenbild sehen. Verbunden werden diese beiden Bilder durch die Thematik des Lichts. Bei Irene Biesang eher das Licht der Inspiration, was in das Atelier fällt. Bei dem Küchenbild eben auch das Licht, was hereinfällt, aber natürlich auch, was den Blick hinausleitet und damit auch den Rückzugsort wieder in die Gesellschaft öffnet. Ein ganz wunderbares Beispiel für diese Ausstellung ist auch die Arbeit von Daniel Spörri, die uns eigentlich zu unserem Leitmotiv inspiriert hat, nämlich indem er eine Tischplatte mit einer Szene aus einem Frühstück sozusagen, den Spuren eines Frühstücks von der Horizontale in die Vertikale gekippt hat und damit ja einen ganz alltäglichen Ablauf bildwert gemacht hat.